Sollten wir vielleicht irgendwie den Busch entfernen? Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten. Eine Heckenschere wäre hier eher. Eine Heckenschere willst du haben? Wo soll ich denn jetzt hier eine Heckenschere herbekommen? Ich habe eine Gräte. Ich schleppe so viele Sachen mit, aber ich habe schon. Eine Heckenschere? Wieso soll das was werden? Okay. Nochmal hier entlang. Im Baum waren wir schon. Zum Ufer. Oh! Bobby? Er ist weg. Bobby! Nanu, was ist denn hier passiert? Es sieht aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Die Askil haben Bobby erwischt. Oh je. Oh nein. Das ist alles meine Schuld. Oh Schreck. Bomben? Oh oh, die Askil waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Dachte ich auch. Bomben, nicht Plomben. Ja. Was ist gerade passiert? Ach, wir haben Bomben. Wir haben ein Messer, damit können wir bestimmt durch die Büsche. Wir haben Bomben und ein Messer. Lässt sich hoffentlich was anstellen. Dann fahren wir mal zum Zirkus. Ui. Die Rohre. Wo kommen denn diese Rohre her? Und was sind das für seltsame Funken? Das kann doch gar nicht sein. Ich... Kopfschmerzen. Verdammt, das... Au! Au! Aua! Verdammt! Es ist doch immer dasselbe mit dem Jungen. Was ist gerade passiert? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Aha. Nein, lieber nicht. Diese Dinger sind mir suspekt. Ich glaube nicht, dass sie Antworten parat. Dafür werfen sie aber viele unbequeme... Ich will es gar nicht wissen. Ich habe beschlossen, sie zu ignorieren. Das ist vielleicht nicht schlecht. Können wir mit einem Messer rangehen? Nein, ich will mit den Dingern nichts. Sieht so aus, als müsste man da mit einem Messer rangehen. Okay. Können wir jetzt mit dem Messer hier... die Büsche durchschneiden. Na dann mal los. Ha, wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Hurra. Hindurch da. Dann wird diese Technik. Komm schon, Spot, nicht trödeln. Den Dedalek erfunden hat. Oh. Aha. Eine Tür. Und Steinbrüder. Natur. Ha, man kann es auch übertreiben. Steinbrüder. Hey, was hast du vor? Ich dachte, ich nehme euch erstmal mit. Das schminkst du dir mal lieber gleich ab, du Clown. Steine haben auch ihren Stolz. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Beinwesen rumschleppen. Steine sind ja auch nur Menschen. Tja. Sowas. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja. Ich bin Ralf. Und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Hey! Ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Yep. Halbbrüder, wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann. Ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Wir können dich nicht umdrehen. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau.
Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Also... Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam. Sagte der sprechende Stein. Tja, Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. Genau. Haha, der war ja mal mega lustig. Ich schmeiß mich weg. Nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist, einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint meine saftige Wiese zu sein oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag's schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen, auch wenn ich mir sicher bin, dass es nur blamieren wird. Wir werden sehr schön. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Ich habe keinen blassen Schimmer. Dann ist es bewiesen. Du bist ein nichtsnutziger Grünschnabel. Ich wusste es immer. Aufgehen. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlange... Aber Ralf! Unsinn! Du irrst dich. Möglich. Also. Shana ist ein Vogel. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? 9. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Also ich finde... In der Mitte des Sees. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Ah, okay. Zurück zu eurem Plan. Es war ein Fehler, dir davon... Er will doch. Unmöglich. Und nur zu informieren. Wir werden... Und ob wir... Aber Ralf! Unsinn! Ist möglich. Also,
Okay, dann sagen wir mal. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja. Wie viele? Das ist Lobes. Mehr Augen. Die Antwort ist nein. Es sind unser Grün. Also. 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm schon gut. Die Frage lautet. Ich weiß es. Sie wohnt in dem Quatsch. Meinst du? Was ich meine, ist der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? In der Höhle. Du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Tja, okay, das bringt also nichts. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich. Wir lassen uns nicht herumschubsen. Von niemandem. Also ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf. Der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich seit Jahren auf einem spitzen Stock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen und dabei bleibt es. Tja, und jetzt die wichtigste Frage zum Schluss. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren? 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich. Ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, den Termiten. War klar. Ja, dachte ich mir schon. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht. Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Allerdings. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Tja, wir haben hier noch eine Tür. Wir können uns anschauen. Ich werde auch mal durchgehen. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Hallo? Jemand zu Hause? Nichts, natürlich nicht. Was habe ich auch erwartet? So. Und gehen hindurch. Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Tja, auf dem normalen Weg. Gibt es einen unnormalen Weg? Tja, wir schauen uns erstmal die Audio-Sache von Poki und Co. an. Ja, das hier ist mit Sicherheit einer der ikonischsten und wichtigsten Screens von Whispered World. Dass hier zwei unglaublich wichtige Sachen passieren. Ralf und Ingo. Ja. Ach, und die Tür ist natürlich auch einfach der Knaller. Super Idee gewesen, das Rätsel mit der Tür. Hat nicht jeder gecheckt, aber es ist... Von wem kam es? Von Bard. Ach, Bardes Idee war das mit der Tür. Natürlich, wer hat den Namen von den beiden gegeben? Ja, genau. Ralf und Ingo. Barde, wenn er jetzt hier wäre, könnte er euch sicherlich erzählen, wie er auf die Idee gekommen ist, Ralf und Ingo zu nennen. Ja, ich kenne die Geschichte. Ich kann die aber nicht wiedergeben, sonst werde ich verklagt. Eigentlich vollkommen legitim. Du kannst es eigentlich erzählen. Wir blenden jetzt ein bisschen. Ich mache einfach so einen ständigen Piepton im Hintergrund, während du diese Geschichte erzählst. Dann können wir so tun, als hätten wir es ausgepiept. Wir schneiden das auch. Das wird überhaupt nicht vorkommen. Also eigentlich passiert das Ganze auf einem Heim, wo es ein Kind gab, das den Namen von sich selbst aussprechen konnte. Und der Name von sich selbst war Ralf Ingo. Und das Kind konnte auch nichts anderes sagen, außer Ralf Ingo. Das ist ja schon. Bade wird uns so. Ralf und Ingo. Wir haben Eltern von Ralf Ingo. Ja, und Ralf Ingo selbst. Ja, aber
Oh Gott. Wir sind so schlecht. Wir sind so schlechte Menschen. Nein, ich wusste das ja gar nicht. Genau, Bade ist wirklich. Der hat uns das auch im ersten Lachen dann erzählt. Ja. Ja, lass uns doch nochmal über Norderstedt sprechen. Ich muss auf jeden Fall erstmal dazu sagen, dass ich erst, nachdem ich wir Wispert mal fertiggestellt hatten, erst später endlich jemanden kennengelernt habe, der Ingo hieß. Und wo ich dann sehr froh darüber war, weil ich den zunächst gar nicht so sehr mochte, war ich zunächst sehr froh darüber, dieses Sprachsample zu haben. Ingo, wir sind Steine. Das habe ich mir immer wieder vorgespielt und das hat mich über eine sehr schwere Phase meines Lebens geholfen. Ja. Ja. Ingo, wir sind Steine. Ist sehr schön. Schade ist, dass er nicht reif heißt. Das wäre noch perfekt. Die ganze Welt ist voller Hürden und Hindernisse. Und ich verschwende meine wenige Energie an einer Tür, die nicht einmal verschlossen ist? Ich bin so jämmerlich. Ja. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das? Hallo? Jemand? Nichts. Nichts, was habe ich auch? Niemand zu Hause. Können wir nochmal mit den Steinbrüdern reden? Da nochmal hin. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Zurück zu eurem Plan. Es wäre wild, doch nur unmöglich. Und nur zur Information. Wir werden. Und ob wir. Ha, aber Unsinn! Ist möglich. Also. Shana ist ein. Denkst du den Tirre stell ihn? Ja. Wie? Das ist Lobes. Mehr Augen haben. Die Antwort. Nein, es ist unser Grün. Also. Elf. Das ist. Du hast dich schon gut gefragt. Ich was hier. Quatsch. Meins. Was ich meine. Der Clown soll. Also. In der Mitte des. Ha! Ich! Okay, es bringt nicht viel. Es war eher unmöglich. Und nur zur Information. Wir werden. Und. Unsinn. Möglich. Also. Ich habe keine. Dann du. Ich wusste es. Zurück zu eurem. Hätte ich noch was Bestimmtes kicken. Genug von euren Spinnereien. Spinnereien? Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Schon gar nicht von so einem Grünschnabel. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Okay. Was soll das denn sein? Wieso? Was ist denn da los? Der Clown versucht uns mit seinem Beinwesenkrempel zu bestechen. Oh, ist es bunter Beinwesenkrempel? Ingo, reiß dich zusammen. Wir brauchen seinen Plunder nicht. Und wenn er noch so bunt ist, richtig? Richtig. Ich brauche gleich mal meine Pause. Ich muss mal was mit meinem Kaffee machen. Es ist Freitag. Hey, so, was hast du Freitag vor? Abends. Ich dachte, ich nehme das Schwingsteiner. Wir lassen. Okay, wie wär's damit? Behalte dein Beinwesen, Kempel. Genau. Ingo. Also wieder zurück hier. Tja, was machen wir nun? Können wir die Steine mit Bomben beschmeißen? Hey! Wieso? Ich glaube, er will... Was? Wo? Na, du bist viel... Gnade! Ingo, du Jammerbrock! Wir winseln nicht um Gnade! Wir stellen... Hey! Ich... Na, Ing, wir winseln... Wir... Okay... Ein Drohnen vielleicht? Habt ihr Hunger? Wir brauchen nicht einmal einen. Und wozu braucht ihr... Um sie unseren Feinden... Behalt dein Bein... Nein. Ingo! Die Karte. Behalt dein Beinwesen... Nein. Ingo! Hey!
Was hast du vor? Wieso? Was hat er denn vor? Ich sehe nichts. Ich glaube, er will dich verbuddeln. Was? Warum denn mich? Na, du bist viel runder. Gnade! Ingo, du Jammerbrocken! Wir sind Steine! Wir winseln nicht um Gnade! Wir stellen uns unserem Schicksal! Tja, also... Behalt dein Beinwesen! Nein. Ingo! Tja... Gibt es doch bestimmt noch einen Weg, wie wir hier raufkommen. Irgendeinen Stein müssen wir hier noch bewegen. Den wir nicht haben. Nein, das läuft. Okay, vielleicht können wir mit dem Messer uns da drauf hochhangeln, muss man reinstecken und dann daran ziehen. Das hilft mir auch nicht, da hochzukommen. Und was hilft uns, da hochzukommen? Ich weiß es nicht. Jetzt zur Höhle nochmal. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Aber jetzt vielleicht erstmal, womit wir hier das Netz kaputt machen können. Ich kann mich irren, aber eigentlich glaube ich nicht, dass die Spinne das hier... Okay. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Tja... Mal sehen. Ui. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Ich dachte schon, es funktioniert. Okay. Der Baum. Dies muss der Baum sein, den er überragt, aber wie soll ich? Ich kann doch nicht klettern. Ich entkorke keine Flaschen mehr mit. Das okay, du wirst da mal drauf klettern und uns das mal versuchen. Dazu würde ich dich bringen. So, jenen. Zur Tür und durch dort. Hallo? Nichts, natürlich nicht. Was habe ich auch erwartet? Tja, nun. Was? Huch. Wo? Was ist nun passiert? Gelandet? Wie ist das möglich? Shana? Ach du Schreck. Oh, eine Bekannte von mir, Sasse. Shana scheint moin. Nicht zu Hause zu sein. Hallo, Shana? Ich mach lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel. Am Ende orakelt sie mir noch die Blaupocken an den Hals. Ah, okay. Eine Uhr. Das wird ein schreckliches... Oh nein, 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 nein. Das wird ein schreckliches Rätsel. Es ist, Minispiel überspringen? Nein. Aber... Oh Gott. Es ist, ich weiß doch, es ist... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die sind in der richtigen Reihenfolge.
Was zum Henker? Haben wir auch einen Stundenzeiger? Eine Grete. Ah, sehr schön. Stundenzeiger. Aber ja, welcher Uhrzeit? Bestimmt um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, um 10, um 11, um 12. So viele Möglichkeiten gibt es ja da gar nicht. Ich meine, da sind wir noch bis morgen beschäftigt, aber ja. Haben den Stachel wieder eingesteckt oder was? So, okay. Stundenzeiger auf der 12. Okay, das ist also richtig. Viertel nach 12. Das ist die richtige Uhrzeit, die wir hier einstellen sollten. Okay.